Leute, 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 Leute. Es ist jetzt Samstag. Das ist auch die Zeit, wo ich mal ein Resümee ziehen möchte und selbst reflektieren möchte, was ich in meinem Leben noch verbessern könnte. Aber man kann es auch lassen. Im Endeffekt suche ich mal wieder neue Gegner. Hatte in der Vergangenheit viel zu viele Opfer. Ich hätte mal wieder Bock, ein bisschen mehr zu zocken. Und irgendwie wollte er ja auch von mir, dass ich mehr zocke. Somit ist die Frage, wo schaue ich jetzt nach neuen Gegnern? Dein Einsatz. Es wird Zeit, dass ich mal wieder einen Konkurrenten neben mir habe, der mir auch nur annähernd die Stirn bieten kann. Aber wo schaue ich nur nach, um diesen Kontrahenten zu finden? Ja, hat jemand nach einer Challenge gesucht? Ich fasse es nicht, sie kommt einfach in mein Video. Das wünscht sich doch jeder. Aber das ist wie in so einem YouPorn-Video. Kennt ihr diese YouPorn-Fantasy-Videos? Da stand ich eine Zeit lang übelst drauf. Diese Videos, wo sich ein Typ im Bett, oder auch Frauen, ja, mach jetzt mal nicht so, als ob, wo so ein Typ im Bett liegt und plötzlich so diese Fantasie hat, wie gerade seine Traumfrau in der Dusche steht und der sich einfach nur von hinten so und dann so richtig hart an die Wand. 6 hours later. Wir haben uns tatsächlich zusammengefunden, um die ewige Frage zu klären: Wer ist besser? Wir wollen wirklich die Frage klären: Welches Geschlecht hat es mehr drauf? Männlich oder weiblich? Macht das Gehänge den Unterschied? Wir haben uns natürlich gedacht, weil wir beide sehr aufs Zocken stehen, dass wir uns einfach mal zusammensetzen und was zusammen zocken. Und wenn das funktioniert, kamen wir sogar auf die Idee, dass wir generell immer ein Hauptspiel haben oder generell immer irgendwas, was wir zocken, aber nebenher in unserer Mann gegen Frau Challenge auch mal andere Sachen machen. Das heißt, wir gehen auch mal raus. Oh mein Gott, wir gehen raus! Ich will nicht zu viel verraten, wir haben schon übel viele geile Ideen und ihr könnt auch selber Ideen in die Kommentare schreiben, das wäre mega nice. Aber wir sind schon auf so ein paar witzige Sachen gekommen. Sind ja auch sehr kreativ beide, deswegen Ja. Denke ich, sind wir einerseits ein gutes Team, aber andererseits werde ich dich Better trotzdem enemies. fertig machen. Das glaube ich ja nicht. Damit wir aber heute noch ein bisschen mehr bieten als nur ein dummes Gequatsche. Spielen wir jetzt ein dummes Spiel. Es ist auch mega aktuell, Grafik ist 4K. Ja, das Spiel ist ziemlich schwierig zu beschreiben. Das Spiel hat auf jeden Fall nur was mit Skill zu tun und nicht mit Glück. Das müssen wir schon mal an der Stelle vorher sagen. Also die Steuerung von diesem Spiel ist sehr schwer. Meine verstaubte Taste. Deine Taste ist W und meine Taste ist Pfeil oben. Denn wir spielen heute. Soccer Physics. Nein, nein, nein! Was für ein beschissenes Eigentor war das denn wieder? Und Der jetzt, Ball ist voll und jetzt, und scheiße. jetzt. Ich weiß nicht, was mit dem. Drunter durch! Wow. Nein, 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 nein. Oh, der ist da drin, meine Freunde! Was ist denn das bitte? What Der schlägt sich einfach durch. Ich finde das so geil. Vor allem, wenn der sich nach vorne lehnt, dann springt er natürlich auch nach vorne, ne? Ja! Never. Jawohl! Der war einfach drüber. Oh, nein. Nein! Nein! Oh, hab den reingeküsst! Das war nicht Fuck off! Ja, ich würde sagen, da habe ich ja erstmal klar gemacht. Nein! Okay, Oh, halt fuck erstmal off! ein Tor. Nein! Oh, was hat denn? Never! Ja! Das Spiel ist so schlecht. Es ist doch voll verpackt, das Game. Jawohl! Also, ja, man darf sich einfach nicht so freuen. Ja! Oh, was für ein Ding! Ich hab's aber geheilt! Weil es deine Hüfte mal so geflogen ja. Ja, Safety Gong! Das ist so mies. Oh! Jetzt hab ich gerade. Wie die da reinspringt, oh, übrigens war. Nein, nein, nein. Oh ja, oh. Ich liebe dieses Game, ist so witzig. Ob man das Vor zu allem, wie viert die spielen kann? aussehen, was sind das? Ob man das zu viert spielen kann? Hä? Na, warte, ich glaube. Oh, das könnte ein Mega-Volley werden. Ja! Schönes eingespielt. Hast du den berührt jetzt, ne? Ey, du, ist das jetzt nicht echt zu null, oder? Ja, weil. Wow! Zu Basa oder was? Boah, stell dir mal vor, so ein Stream, 24 Stunden. Ja, da habe ich auch gerade drin. 24 gedacht. Stunden Stream, Soccer Physics. Oh, da gehst du dann kaputt. Aber wir sind die übelsten Pros. Okay. Was ist denn das? Ich habe meinen eigenen Typ. Und jetzt zurück. Oh, was für ein Safe. Oh!
bin extra hoch hier und trotzdem hat es nicht geklappt. Oh, und er geht einfach durch. Nein! Man das kann einfach, doch plötzlich wahr sein. Das ist früher Fußball. Oh mein Gott. Ja, genau. Das wäre gerade in diesem Spiel. Seriously, ich habe in der Kreismannschaft gespielt. Hallo. Du weißt wohl nicht, mit wem du hier spielst. Du willst also FIFA spielen gegen mich, oder was? FIFA. Oh mein Gott, FIFA. Okay, wenn es um Zocken geht, dann ist FIFA auf jeden Fall raus. Das zählt nicht unter Zocken. Ach, das zählt nicht als Nein. Fußballspiel. Nein, das zählt nicht hier, als Zocken. Das hier vergleichst du mit richtigem Fußball, aber FIFA nicht. In Real Life. Mhm. Aber du hast da. Aber nee, wir denken jetzt nicht ab. Du hast gerade Real Life mit diesem Spiel verglichen. Das ist, da sieht man auf jeden Fall, das ist ein Fußballspiel. Aber FIFA. Nein, aber in Real Life würde ich dich auf jeden Fall. Ist noch weiter weg als das hier. Wollen wir eine Challenge machen? Im Real Life würdest du mich fertig machen im Fußball? Ja. Ich glaube schon. Als du vom Himmel gefallen bist? Was? Hat gar nicht gefallen. Ich wollte eigentlich sagen, so es ist eigentlich weh, dass ich so einen Ball reinmache. Oh, jetzt geht's richtig rund! Jetzt geht's richtig rund! Oh mein Gott! So der Ball ist wichtig, den muss ich holen. Warum macht der ein Eigentor? Das muss ich jetzt schaffen! Oh, Latte rein, meine Freunde! Das wäre nice. Ich darf jetzt nicht verlieren. Den kann man eigentlich nicht drüber schießen bei so einem hohen Tor. Ich krieg's hin. Oh nein! Wow, was für eine Schere! Oh, da ist er noch selbst reingesprungen, fuck! Was ist das für ein Mann? Oh, da rollt er durch, da rollt er durch! Ist das Spiel geil? Ich feiere dieses Spiel. Da muss man auf. Ich stell dir mal Fotos, spielst dieses Spiel und verwettest. Hier, fuck! Stell dir Fotos, spielst dieses Spiel? Ja. Und muss. Und spielst um deine Hypothek oder sowas? Oh mein Gott. Ich will einfach gewinnen, Baby. Boah, drüber weg! Ja, vor allem ist der. Boah, beide! Oh, verrückt hier! Was soll? Was war das? Die macht einen übelst kranken Kunstschuss ins eigene Tor! Ich hoffe, ich versau's mir dann nicht. Mit mir? Nee, mit mir selbst. Ich glaube, ich bin dann sauer, wenn ich dir die Challenge stelle und du drauf eingehst und ich dadurch dann verliere. Das wäre echt mies. Nein! Boah, ja. Was mach ich denn? Ja, ja! Oh, dann kommt der Zug durch! Oh! Nein, nein, den muss ich jetzt holen! Ja. Nein! Das nennt man einen Lupfer im richtigen Fußball. Oh, Entschuldigung. Bitch. Jupp Heynckes hat gesprochen. Also, ich weiß, was ein scheiß Lupfer ist, Alter. Beleidige mich nicht. Fuck. Dieser schwarze Ball ist nicht meiner. Der bringt mir kein gutes Kaffee. Oh, jetzt, das Achtung. Ich wusste eigentlich, dass ich in dem Moment nicht. Ich wusste, dass ich einen Volley nehme. Ich wusste nur noch nicht, wann. Oh mein Gott, einer hat mich! Nein, was macht ihr denn? Oh! Ja. Weil die rutschen ja jetzt auch! Ja, nein, ja! Nein, ja! Nein. Ja. Oh. Oh. Fick. Das ist kein Basketball, Mann! Oh! Oh! Nein, nein, nein! Bleib liegen! Bleib einfach liegen! Digga! Fuck! Fuck off, Alter! Ja! 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 Yo! Das ist so schlecht. Mit dem Eis, das ist nicht cool. Ah, siehst du? Antwort! Oh, fick dich doch! Das war mein Torjubel! Den kannst du nicht unterbrechen! Zu viel. Ah! Nein! Wenn man sich zu viel feiert hier. Oh shit! Bleib einfach auf dem Ball liegen! Bleib einfach auf dem Ball liegen! Ist das eine Black Roll oder was? Ist das eine Black Roll? Das ist erstmal, die erstmal ein bisschen Verspannung lösen beim Spiel. Nein, so abfuck. Wow, hat er nicht gemacht. Können wir bitte Torjubel zulassen, dass wenn ich Torjubel mache, dass du eine kurze Pause machst? Dass ich Kommt Jungs, bisschen Druck in der zweiten Halbzeit. Ach doch. Und jetzt bin ich durch.
Oh, und er kommt hervorgeflogen. Und er riecht eine Chance. Drunter durch. Drunter durch. Nein, ja. Nein. Oh. Du läufst noch wieder. Oh. Bist du egal. Drüber weg. Komm. Oh, und da ist er da. Der drückt. Ja. Die schreien es quasi ins Tor. Oh mein Gott, Jungs, was macht sie da? Ja. Da. Und drüber weg. Jawohl, und dann sind wir nämlich vorne. Vor dem Ball. Körper nach vorne lehnen. Bewegt euch doch in die andere Seite. Jawohl. Ich glaube, es geht los. Das sehe ich noch nicht. Oh, war das stark. Mit meinem ovalen Freund hier. Der bringt mir nämlich immer Glück. Ich kann halt gut mit Eiern. Nee, so nicht. So nicht. Contenance. Leute. So nicht. Kontinuos auf dem Spielplatz. Der versucht hoch zu spielen, ja! Nicht fünf, nein. Brauchst du eine Massage, die dich ein bisschen beruhigt? Fuck off. Und jetzt ist alles entscheidende Spiel. Oh Mann, was ist das knapp? Ist es 9-9? Ich weiß es nicht. Scheiße. Nein, ist es 9-9? 9-9, aber was denkst du denn? Okay. Ich hab dich 9-mal gewinnen lassen. Nein. Keine Fehler. Nichts, was man nicht verhindern könnte. Und da haben wir das Erste. Das ist wichtig für die Moral, meine Freunde. Boah, morgen wird's auf bildfußball.de laufen. Auf The Zone, auf Goal Deutschland. Überall werden die Leute berichten über dieses Spiel. Nein. Und da streichelt er ihn durch. Messi-Taktik unter der Mauer weg. Ah, oh mein Gott, das läuft. 2-0. Ja, ich wenn ich ihn 5-0 rausmache, wäre übel stark. Was oh, wir ihn verdeckt. Nein! Oh ja, das war gut. Oh ja, das war richtig gut. Warum springt denn der so hoch? Das ist doch lächerlich. Das passiert doch nie. Ey, das passiert hier nie, wirklich. Nur mir. Wie ist die denn so? Ich muss die auch pendeln lassen. Ich auch. Oh nein. Oh, jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich, Bitch. Nein. Ja! Ja! Nein. Nein. Keine Ahnung. Oh, weißt du, was jetzt richtig bitter wäre, wenn der richtig eiskalt unter der Mauer wegkommt? Höre ich da einen bestimmten Song? Aber das Ding ist, du hast es auch noch nie gespielt, ne? Ich glaube, wir haben es verstanden. Jetzt kommt das Wichtigste. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Champions of the World. Kannst du dazu sagen? Oh, da kommt schon mal. Danke, YouTube Autoplay. We'll keep on fighting. Oh, richtig gut. Ah, oh, nicht schlecht. Also, meine Freunde, es war mir eine Ehre, mal wieder hier klar und deutlich zu zeigen, wer hier wirklich die Höschen anhat. Ich freue mich auf die nächsten Runden. Ich freue mich auf die nächsten Tränen von dir. Also eigentlich... Wolltest du sagen, du bist der Geilste. Du hast mich so fertig gemacht. Ich habe keine Chance mehr gegen dich. Aber der Höflichkeit halber ziehe ich das mit dir durch. Ich versuche gerade nicht auszurasten.
einem Mitarbeiter bei uns im Studio drum unterhalten. Beziehungsweise kam er einfach so aus der Kalten, sagt er so zu mir, leckst du Arsch? Was? Ja, das war auch meine Reaktion. Scheiße. Also was ist denn mit dir los? Du ekelhafter Typ. Der so, ekelhaft? Ach, du weißt nicht, was gut ist, wenn du es noch nicht ausprobiert hast. Für mich, es muss einfach nicht sein. Naja. Aber also, es stimmt so, natürlich hat jeder so seinen... Ich finde, Fetisch ist es erst dann, wenn es wirklich so zur Sucht wird. Also so, wenn man wirklich... Oder nicht? Wenn man dann wirklich... Mein Name ist Alex, ich bin chronischer Arschlecker. Nee, das probieren wir jetzt nochmal. Ich sag jetzt, ich bin Alex, ich bin chronischer Arschlecker. Und dann kommst du da und setzt dich daneben. Nimmst mich so nah und sagst, komm, es wird alles gut. Okay. Wir schaffen das zusammen. Mein Name ist Alex. Das war... Ich habe versucht, mit dir mitzufehlen, aber es geht nicht. Und soll ich mich umgehen? Wir kommen nie zum Hauptvideo heute. Nee. Und ich stelle mir einfach nur vor, wie ich vor der Kamera so sage, ich lecke Arsch. Ich sag das, sag das öfter hintereinander, ich lecke. Dann fällt es einem leichter. Lass es raus. Lass es einfach raus. Sag einfach öfter, ich lecke Arsch. Dann fällt es einem leichter. Und dann glaubst du es irgendwann. Vielleicht gefällt es dir dann auch. Ich schlürfe Arsch, wäre eigentlich auch witzig. Alter, so schlürfst du mit der Grund. Und ich lecke Arsch. Das war's schon? Warte mal. Jetzt bin ich dran. Mensch, Alex. Es wird wieder gut. Es wird alles wieder gut. Es gibt viele Leute, die gerne Arsch lecken. Doch. Nee.